Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hannah. Hallo. Und Pascal. Hallo. Leute, ich glaub's nicht, aber mein Mikrofon hat sich schon wieder lauter gemacht. Ich glaube es langsam nicht mehr. Ja. Warum gucke ich aus dem Fenster? Warum bin ich in dem Haus? Warum ist hier eine Lampe? Warum sind hier... Egal. Das seht ihr jetzt gleich mal. Okay, also mal kurz erst zum Kontext. Ich habe mit Hannah ein paar Stunden vorgespielt, also waren die 5-6 Stunden oder so. Dort haben wir Ressourcen gesammelt, Zeug eingebaut und ja, das fassen wir jetzt einfach mal ganz gut zusammen. Und zwar, genau, ich habe hier diese erste Etage gebaut, weil da oben ja der Sender drauf muss. Der muss ja immer eins hoch, das ist einfach so, das wusste ich jetzt schon aus dem Let's Play. Deshalb haben wir sozusagen diese zweite Etage da gebaut. Außerdem wollten wir ein bisschen eine Hütte haben. Wie ihr seht, ist es auch das ganze Fluss schon ein ganzes Stück erweitert, das heißt, es ist halt viel größer, damit wir überhaupt den Platz haben dafür. Wir haben einige Sachen gemacht noch, also so, ich glaube, den Mülleimer haben wir zum Beispiel gebaut, etc. Und ja, halt ordentlich Holz gesammelt, um das Ganze hier zu verwirklichen. Genau, da haben wir noch ein bisschen diskutiert, wie macht man das jetzt hier am besten, wie sieht das einigermaßen schön aus. Ich meine, das werden wir noch eine Weile sehen, im Let's Play auch. Aber ja, aber es war jetzt halt auch nicht so spannend, deshalb haben wir es dann eben in diesem Vorspielen gemacht. Ja, hat eine Menge Holz gekostet, also ich habe da immer eben jetzt gerade so 80 Holz rausgenommen aus der Kiste. Das ist halt eine Menge. Ja. Genau, also wir haben halt einige Inseln, haben wir abgegrast, dann halt immer unten den Schrott eingesammelt. Ja, das war ganz nett, aber ist auch nicht das Spannendste. Da kann man halt ganz nett Musik nebenhören. Und ja, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Clips, ich habe das Ganze aufgenommen, also ab dem Bau sozusagen habe ich das halt aufgenommen, damit wir das ja einfach mal ganz kurz einblenden können, wie das Ganze vonstatten lief. Ja, was eine Schwierigkeit ist, dass wenn diese Stützpfosten, die Teile, die Fundamente darunter wegbrechen, dann bricht der Stützpfosten weg, dann stürzt alles darüber ein. Das wollen wir nicht. Und deshalb habe ich heute erst diskutiert, ob wir die Flächen wirklich bis nach hinten machen wollen, weil dadurch sind die Wände ja gefährdet sozusagen. Und das war halt auch noch das Problem, dass wir die Äußeren dann verstärken mussten, aber das würden wir gleich noch sehen. Genau, da haben wir erstmal zwei Hängematten reingebaut. Das war auch mal eine Verwendung für die Federn endlich. Den Teppich, ja, ein bisschen Deko muss sein, ne? So allgemein, komplett kahle Holzoberfläche, das ist nicht so schön. Ich glaube, ich habe dann auch noch eine Lampe reingehangen. Genau, da haben wir jetzt noch den Empfänger sozusagen zusammengefarmt, also die Platinen, das ganze Kunststoff geholt und die drei Antennen. Die Batterie brauchst du auch, tun da rein. Und dann gab es also folgende Probleme. Also, dass die halt zu nah am Empfänger standen, dass die zu nah zueinander standen. Das heißt, es musste insgesamt halt erweitert werden. Da war halt das Problem dann, es fehlte halt auch Nägeln. Und ja, deshalb habe ich dann halt erstmal nur das Ding gebaut und habe die erstmal weiter weggesetzt. Weil dadurch war das erstmal das Problem behoben, dass die zu nah am Empfänger stand. Ja, der Hai, der war auch immer ganz lieb. Da haben wir, glaube ich, auch schon den 3-4 Haie getötet mittlerweile. Ja, nächste Szene. Da haben wir dann den ganzen Schrott zusammengesammelt. Also es gibt ja immer auf diesen Riffs, gibt es ja immer welche. Wir waren auf ein paar großen Inseln. Dort habe ich auch mal einen Vogel erlegt. Den Kopf, den kann ich dann nochmal zeigen. Muss ich noch dran denken. Also wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich ein, zwei Tage bevor wir die nächste Folge aufnehmen. Also die Folge, die ihr jetzt gerade seht, die ist nicht aufgenommen mit dem, was ich jetzt hier gerade rede. Ja, da habe ich nochmal geguckt, das hat der Hannah dann nochmal alles ordentlich eingestellt. Wir hatten die Plattform da schon gebaut, die erweiterte sozusagen. Und da gibt es halt Radio Tower mit der Nummer 8447. Die ist ja dann schon eingestellt und da können wir dann sozusagen gleich mal jetzt gucken, wo wir hin müssen. Genau, den Forschungstisch, den habe ich auch noch rein verlegt, dass das ein bisschen schöner aussieht. Das mit den Löchern da drin, das ist jetzt nicht so schön, aber geht halt, ne? So, das Bett habe ich auch noch reingelegt, damit hätten wir halt auch die drei Betten sozusagen drin, dann könnten wir auch mal die Nächte überspringen, aber dann seht ihr auch mal nachts was. Genau, da habt ihr das schon gesehen, da ist so ein blaues Pulver auch mit drin. Das war jetzt sehr kurz gezeigt, ich zeig's euch einfach nochmal. Und ich habe mir jetzt aber eine Pufferfischkurve auf. Ja, da war Hannah jetzt schon weg, da habe ich dann einfach nochmal so einen Kochtisch gebaut, damit es einfach ein bisschen schöner eingerichtet ist, da können wir auch die ganzen Rezepte mal dran machen. Die habe ich dann ja abgenommen. Ja, aber ansonsten habt ihr halt einfach ein bisschen ausbauen, farmen, ein bisschen was verpasst, aber jetzt nichts Größeres von der Geschichte. Die geht jetzt nämlich erstmal wieder los. Indem wir zum ersten Storypunkt fahren. Genau. Ich habe auch Lampen reingehängt in die Hütte, damit das alles ein bisschen schöner ist und ein Schild. Ja, jetzt geht's erstmal weiter mit der Folge.
Ja, okay, ich baue noch zwei Wände rein. Ja, also wie gesagt, wir hatten das halt am Wochenende da aufgenommen. Das ist jetzt eine Woche her. Nicht 2, 3 Tage, wie ich da gesagt habe. Was ich nicht erwähnt habe, ist zum Beispiel, dass wir halt hier einen zweiten Dings haben. Wir haben hier außen auch noch überall einen zweiten, wie heißt das? Wasser. Egal. Ja, Wasserfilter, was weiß ich. Dann die Außenwände wurden halt verstärkt und diesen Stahl knabbert der Hai nicht an. Ich habe einen Bogen mittlerweile hier. Ich habe einen Pufferfisch getötet und das Pulver extrahiert, explosives Pulver. Deshalb sind wir noch nicht weitergefahren Richtung des Radio Towers, den wir ja hier haben, mit der Nummer hier. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Ich würde nämlich vorher an den Forschungstisch gehen. Achso, die Tür habe ich auch noch hier mit eingebaut. Schon die richtige Nummer eingestellt? Mit 8774? Jojo, das ist richtig. Gut, Erforscht. Tatsache. Jetzt können wir nämlich Netzkanister herstellen. Das heißt, wir können Tiere fangen. Obwohl die Übrigens, Insel noch. Dieser Mülleimer, der macht keine Schrottwürfel. Dachten wir erst, wäre schön gewesen. Damit kann man es einfach nur Items vernichten. Anstatt es halt Ja, irgendwie so in den schön ist Ozean es. zu schmeißen. Ja. Habt ihr die Insel schon erkundet in Die Insel eurem ist schon komplett Spiel? abgegrast. Das heißt, wir Der können jetzt. Vogel ist auch tot. Ich möchte hier meine Trophäe mal ganz kurz präsentieren. Hast du Pfeil und Bogen dir gecraftet oder wie? Hast du mir nicht zugehört? Das ist Pascal, du kennst ihn Ja, noch. Der hört dir nie zu. Stimmt gar nicht. So. Ich weiß nicht. Genau, die Flagge habe ich auch mal Ich habe gemacht, zwei anstatt eines Federn Wimpels. im Nest gehabt. Ja, ist das Radar an? Hat das irgendwer angelassen? Ich hab's wieder, ich hab's gerade kurz angemacht und wieder Gut, ausgeschalten. sehr schön. Die Batterie verbraucht sich nämlich. So, wie Richtig. baut man einen Und ist Feuer. Netzkanister? Eine Verwendung für Steine. Wow. Endlich. Im Eins, Netz kann es da zwei, herrschen mit den oder? Steinen. Herrschen, um das Netz zu beschweren, dann, logischerweise, ne? Ich mache mir gleich mal zwei, ja. Soll ich mal Achso, navigieren? ja, Pascal, nochmal für dich. Hier in der Truhe hinter dem Grill sind Ressourcen erstmal so, einfach nur zum Craften. Dann in der Truhe hier, das sind Palmblätter, Steine und Planken und Plastik, Ihr wenn wir Essen? welches haben. Essen ist wieder genau vor dem Dings. Hier bei den Schmelzen ist so eine kleine Kiste. Da ist Zeug, was geschmolzen werden soll, drinne und Oh Gott, Steine ich zum muss. Craften. Und das hier ist Ausrüstung. Ich brauche Wasser. Genau, hier sind auch Flossen und Sauerstoffflasche drinne. Und das Ding, das können wir eigentlich auch mal in den Müll schmeißen. Außerdem Muscheln und Mangosamen und Palmsamen, wenn wir welche haben. Uns sind nämlich die Palmsamen ausgegangen, tatsächlich. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. So. Ab in Müll. So eine So, Tür. wir versuchen jetzt mal, eine Ziege zu Die Tür fangen. ist auch ein bisschen, aber egal. Kann man ein. Haben wir schon irgendwas erforscht im Sinne von Gras oder so? Motor. Achso, Gras, ich dachte, du meinst mit Motoren. Ich will nicht Wie segeln. kommst du auf Motoren? Keine Ahnung, für den Fall, dass du nicht mehr segeln möchtest. Also wir haben eine Wiese. Ja, Wiese, das meine ich. Ja. Ja, können wir machen. Gut. Brauchen wir zwei Schmutzsäcke, Planken und vier Schmutz ist in der Punkte. Kiste. Aber die Wiese braucht man ja, um dann die Tiere zu züchten, ne? Ja, darum geht es ja. Wir wollen jetzt Tiere uns fangen. Einfangen. Ach, die wollen jetzt ja doch von der Insel holen. Achso, Naja, das sind das war hier meine die. Frage. Das war der Also ist die Grund. Insel doch noch nicht leer gegrast. Ich dachte, die wäre schon leer gegrast. Mit allem, Naja. was ihr haben wollt. Ich hatte das ja noch nicht gecraftet. Das habe ich ja für die Folge aufgehoben, dass ich das erforsche und so. Oh wow, jetzt habe ich Achso. Hunger. Ich habe jetzt noch vier Wiesen hergestellt. Dann brauchen wir noch einen Zaun drumherum. So, wo Und wäre denn ein ja. guter Platz für Wiese? Ja, ich würde sagen Brauchen wir hier, noch oder? vier freie Felder. Hier so? Ja. Ja, dass wir das Floß dann hier noch erweitern, vielleicht. Oh, das So. ist doch schön. So, ich habe nur noch keinen Bauhammer, ne? Ich hab diesem Let's Play noch nie einen Bauhammer besessen. Oh mein Gott. Dann bau dir jetzt einen, wir haben genug Ressourcen. Wollen wir so Wollte einen gerade sagen, Zaun ich hole noch ein bisschen machen? Einen Holz Seilzaun oder einen stabiler Zaun? Einen Plankenzaun? Seilzaun? Seilzaun sieht cool aus. Brauche ich aber Seile für. Ja, das sind zwei Blätter. Mach mal einen Plankenzaun. Nee, ich mache jetzt einen Seilzaun.
Wir können den ja immer noch umbauen. Bronzen haben wir ja. Ja, Pascal ist auch ein Holzspeer in der einen Kiste drin. Welche einen Kiste? Ausrüstungskiste. Ja, keine Ahnung. Da ist ein so gut wie kaputter Holzspeer drin. Krass. Ja, aber es ist besser als das, was du jetzt hast. Nix? Ja. So, okay, jetzt bin ich nochmal gestärkt. Jetzt versuchen wir das ganz normal. Ich muss ja nicht solche Dreiecksflächen auch gibt. Ja, du hattest halt noch nie einen Bauhammer. Das ist auch richtig. Oh, das hat der komplett verfehlt. Ha. Das ist cool. Aber dieses. Ich sag dir, ist sicher, dass man das unbedingt die Einrichtung öffnen muss. Naja, weil dann, wenn das Tier davor steht, kann man kein weiteres. Ja, wird weggeschubst. Ich hab's. Wie wollen wir es nennen? Rudolf? Rüdiger. Wie ihr halt beide auf den Namen mit R gekommen seid. Wir machen Rüdiger. Brauchen der kreative Namen. Hier läuft, glaube ich, noch irgendwo ein Dodo rum. Dann müsste ich allerdings nochmal einen Pufferfisch holen. Weiß ich, gibt's hier unten noch Erze, Zeugs, Gedöns, was man holen kann? Ah, Tobi. Tötet die Möwe! Hab ich zu spät bemerkt. Ich wollte gerade sagen, wer wie wo welche Möwe. Wir können das Alpaka scheren! Oh mein Gott. Schere ist schon da. Oh, man kann es tragen? Ja, und kannst es umbenennen. Ja, wie hat Tobi es sonst hergebracht, ne? Ja, keine Ahnung. Vielleicht wie in Minecraft oder so. Mit alleine. Ja. Hat jemand. Wo sind Metallbauen? Ich bräuchte einen Metallbauen. Hier eine Kiste vom Grill. Wolle. Und ich brauche ein paar Blättchen. Wir haben Dinge erforscht. Das ist aber schön. So. Bei Rudolf wächst das Gras. Bin ich gut. Machen das Ding? Wenn wir hier eine Tür haben, oder soll es noch erweitert werden von der Länge? Soll noch erweitert werden. Ich hab's offen gelassen erstmal. Vielleicht doch mal in die Richtung. Mal schauen. Mhm. Pen gehen. Ansonsten eine Alternative Pen gehen. Wäre sonst. Tobi? Eine alternative Idee. Pen gehen. Du sollst ins Bett gehen, Pascal. Danke. Also was auch eine alternative Idee wäre, man macht hier das Ding zu, dann haben wir hier unten unsere Schlafkajüte. So abgegrenzt. Da oben haben wir nur das Podest für Senderempfänger und den Rest bauen wir in ein zweites Gebäude. Irgendwo, wo mal das Schiff erweitert ist. Was soll man sonst noch hier oben drauf bauen? Das ist ja ein bisschen blöd, wenn man hier hoch und erstmal den Senderempfänger, die ganzen Kabel sind da hinten dann noch was anderes. Schlafen und ein Lager vielleicht irgendwie. Deswegen, also ich würde das Ding hier nicht erweitern, sondern eher ein zweites Gebäude nochmal bauen irgendwann. Wäre zumindest meine persönliche Meinung. An sich können wir ablegen. Okay. Soll ich navigieren so lang? Anker richten. So, wir müssen einmal nach rechts drehen. Weit nach rechts drehen. Ich glaube, es ist falsch auf rechts, Hannah. Ja, du redest von rechts. Bei mir ist rechts ja, für dich das, ne? Von dem Sender rechts natürlich. Rechts natürlich? Leute, es ist jetzt richtig so. Rechts. Ich weiß es nicht. Ja, natürlich das richtige Recht. In Windrichtung. Ja, das richtige Recht ist für mich halt was rechts und für mich rechts. Wir müssen mal den Vorn- und Hinterkopf also festlegen. Ja, bitte, das wäre sehr hilfreich. Also hier, ich würde sagen, vorne ist in die Richtung, wo der Bildschirm schaut. Also hier in die Richtung. Okay. Richtung Insel, das ist vorne. Von okay. Ursprünglich war aber die Seite, wo jetzt die Wassersäuberer sind. Vorne. Dann hättet ihr den Senderempfänger anders stellen müssen. Nee. Ja,
Ja, müsst doch ein gutes Stück drehen. Ja, bitte nicht zu viel Zeit hier oben verbringen, weil die Möwe soll auch noch Federn produzieren. Pascal, das hatte ich dir, habe ich dir nämlich gesagt. Wir haben das jetzt, also ich habe das erstmal so angezählt, dass wir von jedem von den Nahrungsstücken 20 haben. Und, ja, ich habe nochmal welche angepasst, deswegen. Achso, okay. Das war ich nicht, Pascal. Ganz habe ich nicht. Ich hole jetzt noch Fische, weil ich gesehen habe, dass in der Kiste noch wenig Fische drin sind. Ja, aber 11 Haistücke. Ein Wir müssen trotzdem gut ausrüsten, wenn wir jetzt gleich auf die große Insel treffen da und dann da irgendwelche krassen Missionen machen, ne? Ja, okay. Dann brauchen wir auch genug Essen. Ich würde lieber zu viel als zu wenig auf dem Boot haben. Ach, nur noch 1200 Meter. Ich würde einfach den Share-Dienst übernehmen, okay? Mach das. Okay. So scheren sie die Alpakas. Das die Alpakas? Wie viele ja. soll es denn geben? Ja, irgendwann mehr. Wir wollen Massentierhaltung hier machen. Ja, irgendwann. Nee, ich angel lieber. Oh mein Gott. Das ist was, das Tobi und ich nicht verstehen. Wie schaffst du es stundenlang einfach nicht zu angeln? Ja, wir kriegen Essen. Oder wollt ihr verhungern? 7 Gegenstände einfach in einem. Oh, ich war mir verstanden, dass ich angelverantwortlicher bin. Dass ihr nicht angelt. Müsst ihr ja auch nicht. Mach ich ja. Das ist schön für uns. Aber wir wundern uns trotzdem, wie du es schaffst, so lange zu angeln. Oder Leute, ich habe noch eine Idee. Wir lassen das was hier so weit. Machen das halt irgendwie zur Hälfte zu oder so. Und dann haben wir einfach einen direkten Übergang hier zu Rudolf. Rüdiger. Heißt Rüdiger. Rudolf kannst du das zweite nennen. Ja. Oder kann ich Rüdiger Rudolf. Nee, Doppelnamen sind immer doof. Muss man doppelt. Rudolf Rüdiger sein. Wenn dann. Nicht andersrum. Ja. Mir herzlich egal. Ihr habt euch den Namen ausgesucht. Nicht ich würde jedem nur einen Namen geben. Sollen wir mehr Namen für andere? Ja, wir können dir ja später einen zweiten Namen geben, wenn wir einfach so viele Ideen haben. Scherst du das Alpaka mal? Hat er schon wieder? Ja. Das sieht zumindest anders aus als davor. Ich habe einen Schuh geangelt. Wo soll ich einen Schuh hinbauen? Bauen mit in die Hütte, da ist der andere auch schon. Ach, und ich schlaf neben dem Schuh. Ja. Tobi auch. Wenn wir einziehen, ja, stell ihn auf die andere Seite, dann schlafen alle neben dem Schuh. Ich hab da eine Blume reingeplant. Nein, dann schläfst du nicht neben dem Schuh. Ah, die braucht frisches Wasser. Also, ach nee, ja, den zweiten Schuh dahinstellen. Ja, dann schläft jeder. Apropos, wir können mal was kochen. Eine Kartoffel. Da musst du mal ein bisschen darauf achten, was angegeben wird. Zwei Eier und ein Pilz. Haben wir nicht. Schlecht. Eier haben wir nicht, ja. Was haben wir denn noch? Ein safter Kokosnussschlag. 3 Kokosnüsse, 1 Rübe. Haben wir. Der Entsafter braucht eine Batterie. Empörend. Ja. Natürlich. Das werden alles elektrische Geräte jetzt in Zukunft. Wir brauchen nur noch Batterien. Für alles Mögliche. 3 Kokosnuss, 1 rote Beete. So, schon das Problem hier noch 3 aus. Ach, hier soll dann die Wiese weitergehen, an unserem Haus vorbei, so. Ich weiß nicht, ob die weitergehen soll, aber ich hab das... Ich hab einfach hier so Balkonmäßig gemacht. Ach, das hier ist ein Tor. Okay, das hab ich nicht kapiert. Ich hätte noch 10 Schrott anzubieten. Aber jetzt sind 2 Türen nebeneinander. Das Achtung, Leute! Wollen wir uns hinlegen? Ja. Ich habe 4 Gegenstände passiert. Was passiert jetzt? Ich würde nicht auf dem Boden schlafen, sondern auf der Hängematte. Ich habe so ganze Kokosnuss dort reingetan in dieses... Leute, ich entsafte gerade. Schaut euch das an. Ein Trinkglas. Okay, machen wir morgen. Gute Nacht. Ach, jetzt doch schlafen. Ja, ich wollte noch warten, bis es fertig war. Nicht, dass es dann die ganze Nacht schlafen. Die Batterie leer zieht. Weißt du, ich meine? Naja. Ich habe mal die Hängematte geklaut, weil ich nicht auf dem Boden schlafen wollte. Expert Survivor, 30 Tage. Wuhu. Wow. Okay. Ich hätte gedacht, das ist weniger so. Also unser Alpaka ist irgendwie Rücken. Ein bisschen traurig geworden. Nö. Sieht doch super aus. Ne, das guckt immer einmal traurig und dann isst es was und dann... Ah,
okay. Okay, das ist schon wieder verbessert. Ist nur traurig, wenn es nichts zu essen hat. Ja. Beziehungsweise das senkt halt den Kopf, dann isst es was und dann hebt es ihn wieder. Die, genau. Die Stellung des Kopfes verrät, wie viel Hunger es hat. Sehr interessant. Wenn der Kopf unten auf dem Boden liegt, samt des Dingens, dann weißt du, es hat zu viel Hunger. Dings in Sicht, Bohrplattform oder was auch immer das ist. Ach, da sind ja schon drei drin. 200 Meter. Alle gehört? Ja, ich hab's gehört. Vier Trinkgläser, ui. Huhu. Entsafter, einfacher Smoothie. Eine Melone, einmal Ananas und zwei Kokosnuss. Eine Melone, zwei Kokosnuss und eine Ananas. Erstmal hier hin. Ananas? Genau, Planken. Wassermelone. Und zwei Kokosnuss. Aber ich würde sagen, wie wir dann da hingehen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gar nicht gesehen, dass plötzlich guck ich nach oben. Hä? Lol, das ist die Bohrinsel. Ich rede ja auch nur schon seit 3 Minuten drüber, ne? Ja, ich beobachte seit 3 Minuten meine Fische, dass die mal fertig werden auf dem Grill.